So, jetzt sind wir also drinnen. So, ich muss noch abschließen. Komm, zack. So. Jetzt sind wir also drinnen. Hier sieht es ein wenig chaotisch aus, weil hier noch ein paar Sachen stehen von der Freundin von Ming, der hier wohnt. Die hat nämlich noch kein Zimmer gefunden. Das ist also quasi das Wohnzimmer, der Wohnbereich, der Essbereich. Wie man es in Amerika kennt, so ein bisschen. Ne? Haustür auf, man steht sofort im Wohnzimmer. Und, bevor ich es vergesse, jetzt muss ich doch mal gucken. Zum Beispiel hier, könnt ihr das sehen? Das könnt ihr bestimmt sehen. Ja, die sind also auch nicht so dicht gebaut. Ich muss mal meinen Fuß daneben stellen. Wo ist er? So. Ja, also das ist schon echt, ich würde mal sagen, so 5 mm breit. Muss man also aufpassen, dass man keine Kreditkarte fallen lässt hier. So, und dann gehen wir mal in die Küche, würde ich sagen. So. Wir haben übrigens auch einen Fernseher und empfangen hier wahnsinnige 6 Kanäle. Gigantisch. Ja, der große rote Kühlschrank. Ja, und das soll die Küche darstellen. So, dann gehen wir mal hier rüber und drehen wir uns mal um, damit wir da ein bisschen was mehr sehen. So. So, ja. Da ist also Kühlschrank samt Abstellkammer für Lebensmittel und so ein Kram. Und was blitzt da oben drauf? Ja, kriegen wir das auch scharf. Jawohl. Das ist mein Internetzugang oder unser Internetzugang, unser Router sozusagen. Und Mikrowelle gibt es hier auch. Und was ich noch ganz interessant Gasofen. Hier wird mit Gas gekocht, geht ziemlich schnell. Mit dem Gasherd habe ich mich auch einigermaßen anfreunden können. Allerdings mit dem Gasbackofen nicht. Der hat mir schon zwei Stück meiner Pizzas verbrannt. So, dann werden wir jetzt weitergehen. Da wohnt dann auch noch die Claudia. Ich glaube, die ist gar nicht da. Und dann gehen wir mal hier, machen wir auf. Badezimmer. Auch ganz einfach bei den Australiern. Toilette, Waschbecken, billiger Spiegelschrank von Ikea. Würde ich jetzt mal sagen, das ist noch nicht mal Ikea-Style. Uiuiui, wir wollen uns ja nicht hier zeigen, ne? Deswegen mal runter. So, das war das Haus, das Nachbarhaus. Und Dusche, auch ganz einfach. Ja, ganz komische, eklige Badewanne. Und das ist noch eins der sauberen Häuser, die ich gesehen habe. Wenn man nämlich in Australien ist, darf man sich um Sauberkeit keine Gedanken machen. Ja, das geht einfach nicht. So. So, da seht ihr mich also auch. Huhu. So. Und wir gehen jetzt mal... Ach so, halt. Einer meiner Hörer wollte doch wissen, was ich für ein Kameramodell besitze. Da siehst du es. Ja. Gut. Ja. Und dann gehen wir doch mal, würde ich sagen, oder wir machen jetzt hier einfach mal einen Cut und ich komme gleich wieder. Tschüss. So, ich musste also quasi eine neue Datei anfangen, weil ich schon bei 9 Minuten war. Und jetzt gehen wir mal hier weiter rüber in mein Zimmer. So. Das ist der Korridor. Hier wohnen 4 von uns mit dem Seiteneingang da hinten, den ihr ja schon gesehen habt. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Das ist nämlich dem Andy sein Zimmer, in dem es immer super ordentlich aufgeräumt aussieht. Mit dem Bett, was nur 1,90 lang ist und für meine Verhältnisse viel zu kurz. Und Dreckwäsche auf dem Boden, wie man es auch nicht anders kennt von Kerlen. Mein Getränkevorrat sozusagen. Mit Coca-Cola, Wasser und Apfelsaft. Ich habe auch schon ein paar Chips besorgt, falls mal eine Party kommen sollte. Und weil der fleißige Student ja nicht viel tut, so wie ich, liegt hier alles kreuz und quer. Und was haben wir hier? Was haben wir da? Da haben wir den Computer. Was hat er gerade gemacht? Ja, ich weiß, der MacManiacs von Holger wird jetzt schimpfen. Wir haben gerade ein Video abgespeichert, und zwar das von Surface Paradise, was ihr ja schon gesehen habt. So, Schrank ist offen. Wie sich das nicht gehört, typischerweise. Nicht viele Klamotten dabei. Und ich würde mal sagen,
Ja, mit diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und hoffe, ihr seid fleißig oder hört fleißig weiter zu und wir schauen mal, was es demnächst von Videos gibt. Alles klar, ich wünsche euch was. Ja, euer Tonschuh. Bye.